Verhüllt haben sich an diesem Sonntag neben Bundesrat Guy Parmelin einige zum Schutz gegen Regen und Kälte. Darf ein Gesicht verhüllt werden? Dem Initianten ging es um mehr als das Tragen einer Burka. Ja, es geht auch um Burka. Aber es geht auch um unsere Sicherheit. Was die Gegner wiederum hinterfragten. Der Kampf gegen Extremismus findet nicht mit Bekleidungsvorschriften statt. Einig waren sie sich darin, dass die Burka-Frage den Kanton kaum betreffe. Wer von Ihnen hat eigentlich schon mal wirklich live eine Frau in einer Burka gesehen? Wahrscheinlich die wenigsten. Burka ist der Inbegriff von Menschenverachtung und trägt wirklich nur die Frau in Afghanistan. Und da hat man noch nie jemanden gesehen in einer Burka. Mehrfach wurde appelliert, die freiheitlichen Werte der Schweiz hochzuhalten. Eine liberale Demokratie, wie wir sie hier bei uns haben, zeichnet sich eben genau auch dadurch aus, dass wir keine unnötigen Verbote haben. Sowohl das Kantonsparlament, der Landrat, als auch die Regierung hatten ein Nein empfohlen. Auch die Landsgemeinde lehnte das Verhüllungsverbot mit klarem Mehr ab. Über die Burka-Frage müssen die Glarner voraussichtlich nochmals abstimmen. Zurzeit läuft eine Unterschriftensammlung für eine eidgenössische Volksinitiative.